Servus Leute! Ja, was war denn da drin? Ah, Glas. Stimmt. Da war. Ah, ja, ich muss erstmal wieder hier so Steuerung und so. Mir fetzt gerade die Ohren weg. Ich hoffe, dass hier nicht gleich irgendeine Überraschung auf uns wartet. So direkt zu Beginn. Das ist einigermaßen okay. So. Ja. Jetzt nur doch noch nur eine kurze Aufnahme. Ich wollte heute eigentlich mehr raushauen. Aber da sich leider meine Maus ein wenig verabschiedet hat, beziehungsweise irgendwie sich ein kleiner Bug eingeschlichen hat, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Doch, Difficulty Easy, die Difficulty ist noch drin. Da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen und den musste ich jetzt erstmal irgendwie da rausholen. Mit ein bisschen Insektenspray und so. Sehr geschickt. Ja, und deswegen ist das leider dann doch nicht so gelaufen, wie es eigentlich sollte. Da ist der Ausgang. Und folglich nur die kurze Aufnahme für diesen Moment. Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue und ich bin auch einfach mal losgerannt, ohne irgendwie was dazu zu sagen. Ich weiß ja selbst nicht, was ich hier mache. Auf jeden Fall, die Bäume brauchen wir, damit wir Holz kriegen. Denn Holz ist wichtig. Na? Und so wisst ihr Bescheid. Ja, schön, freut mich ja wieder. Ja, toll. Kommst du vielleicht mal her? Danke. Ach, diese einzelnen Dinge da immer, die da so lang brauchen. Mist, jetzt fällt mir doch tatsächlich noch ein, was ich vergessen habe. Ich wollte posten. Mist. Dann eben nur mal kurz hier als Ankündigung. Die nächsten Tage werde ich mal wohl ein kleines Video zur Umfrage erstellen. War das jetzt alles? Ich glaube. Bezüglich Diablo 2. Und möchte mich auch hiermit direkt mal dazu äußern, wer irgendeine Idee hat, wie ich bei Diablo ein wenig besser vorankomme, der möge sich an dieser Stelle melden und Nein aussagen wie, lass es doch einfach ganz, du bist einfach zu blöd dafür. Ignoriere ich. Kick, ban und ignore, ne? Wie komme ich da jetzt? Wir müssen da hinten wieder hin. Der Tag ist noch in der Nähe der Mitte. Das war nicht gut. Egal. Ja, sehr schön. So muss das sein. Auf einmal leckt das Spiel und dann bin ich weg. Das Glas. Okay, das brennt da so vor sich hin. Was ist denn hier überhaupt noch drin? Ah, da haben wir noch einen Haufen Holz. Schönes Ding. Okay. Och, stimmt, hatte ich ja ganz vergessen, dass das geht. Das brutzelt da immer noch so vor sich hin. Na, dann soll's mal. Wir müssen erstmal kurz noch eine Steinaxt machen. Die brauche ich nämlich beim Bauen. Na gut, machen wir direkt zwei. Ja, zwei. Wobei, eine Stein Pickaxt. Ja, da haben wir ja so, können wir das dann lassen. Ja, denn ich habe vor, vielleicht mich doch nochmal kurz da mit dem Dings hier zu bewaffnen. Komische Tastenbelegung wieder. Das auf jeden Fall mit, ja, das da brennen lassen. Weiß ich ja noch ungefähr, wo es Heimatdörfchen ist. Hoffe ich zumindest, dass ich das auch nachher noch weiß. Und dann ziehen wir mal kurzerhand so langsam nach dort oben um. Unterwegs, vielleicht bekomme ich noch das Schwein hier geschlachtet. Na komm, na komm. Jawohl, danke. Und die Erfahrung für, keine Ahnung. Ich weiß ja immer noch nicht, na komm, was sie bringt. Okay, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie man da oben drauf kommt. Und ich glaube, ich brauche.
Gelegenheit dann auch doch noch mal irgendwie ein neues Texture Pack oder sowas. Vielleicht ein, ja, HD oder so. Pixelgewirr hier, das ist ein bisschen strange. Vielleicht ändert sich dann auch ein bisschen das Problem, dass es dann, ja, das so auftritt von wegen Flimmern und so weiter. wir können doch mal kurz unterwegs. Jawohl, danke. Damit der gute Mann hier nicht so viel Hunger leiden muss. Da geht's runter. Und hüpf. Na, dann doch nicht. Komm her, Schwein, komm her. Ich brauch deinen saftigen Braten. Na, dann eben nicht. Jetzt müsste man nur noch wissen, wie man da oben drauf kam. So nicht. So wohl schon eher. Und wie ich das dann gedeichselt habe, weiß ich nicht mehr. Na, wirst du wohl. Tap und tap und tap und tap. Ach ja, genau. Da war ja. Was? Ach, da war die Kohle drin. Und dann hier hoch, da hoch und da hoch und dann nur noch hier. Sehr schön. Da ist doch noch einigermaßen in Erinnerung und passend dazu geht natürlich jetzt die Sonne unter. Deshalb muss ich feststellen, ich Idiot habe vergessen, ein Bett mitzunehmen. Deswegen zimmern wir uns jetzt erstmal kurz hier eine Behausung für die Nacht grob zusammen. Das könnte durchaus auch ein wenig eng werden jetzt im Moment. Und dann hoffe ich auch weiterhin, dass uns nicht diese netten Endermänner begegnen werden, um uns dann auch hier ziemlich schnell dann Platz zu machen. So, kurz mal das da, das da, das da, das da. Sicher ist sicher. Dann hier mal wenigstens kurz ein paar Fackeln angerichtet. Dahin, dahin, dahin und dahin. Das da dahin, da, 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 da und da. Ja, dämlich, dass ich jetzt vergessen habe, da ein Bett mitzunehmen. Wäre vielleicht sehr viel intelligenter gewesen. Aber gut, was möchte man machen? Die Tür mal vorsichtshalber hingeklatscht und was könnte man denn hier unten so unternehmen? Zum Beispiel einen Ofen bauen. Bei netter Musik, die uns hier ins Ohr gebimmelt kommt. Funktioniert das eigentlich immer noch? Ist nun mal so rein aus Interesse. Ja! Die Ingenieurskunst ist uns bis heute nicht verloren gegangen. Auch mit dem neuen Update sind auch noch diverse Rätsel ungeklärt, die in der heutigen Wissenschaft als magische Phänomene gelten. Was zum Henker sind das bitte für Dübel, die in einem Holzblock halten? Naja, wie schwer wird so ein Steinofen wohl sein? 500 Kilo? Nur mal so nebenbei erwähnt. Ja, das Glas wäre natürlich an dieser Stelle vielleicht auch nicht so doof gewesen. Mein Gott, ist die Musik wieder laut. Ja, viel tun können wir hier momentan wenig. Aber wenigstens haben wir noch genug Holz, um dann die Hütte ein Stückchen weiter auszubauen. Ich höre aber gar keine Monster.
Ach, da sind doch schon wieder ein paar Zombies. Schön. Ich hoffe nur, dass hier keine Endermänner auftauchen und uns die Hütte kaputt kloppen. Denn diese netten Geräte, ich weiß nicht, wer sie von euch schon kennengelernt hat, klauen einem gerne die Blöcke unter der Nase weg. Ja. In meiner anderen Welt haben sie mir schon die Monsterfalle zerstört, weil sie eben alle Blöcke geklaut haben. Toll. Ja, dann da mal so vor dich hin. Die Nacht ist noch lang. Was kann man denn hier unten noch so tun? Haben wir. Ja, oh, ah. Zwei, vielleicht kriegen wir dann vier da raus. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Rotten Flesh? Also mit dem verrotteten Fleisch. Ja, also es vergiftet. So viel habe ich ja schon mitbekommen. So wie die Spinnen mittlerweile, sofern ich das richtig mitgekriegt habe, auch vergiften oder zumindest vergiften werden im kommenden Update. Das habe ich von YouTube, von Moja. Und der Zombie ist hoffentlich nicht direkt hier bei uns in der Hütte, sondern noch vor der Haustür. Ich möchte jetzt aber nicht rausgehen, denn bei meinem Glück dürfte das unser Ende bedeuten. Hallöchen, lieber Zombie. Kuckuck. Kuckuck. Tschüss. Tschüss. Oh, Erfahrung. Erfahrung. Hehehe. Besonders gern habe ich ja Spinnen, wenn sie hier vor so einer Tür stehen. Kann man nämlich einfach die Tür aufmachen, raushauen. Denn die Viecher kommen nicht rein. Ach, wie angenehm das ist. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich verhustet. Ja, viel zu tun gibt es wenig an dieser Stelle. Hallo Decke. Ja. Hallo? Zombie? Schwein? Skelettbogenschütze? Nein. Ja, das hier. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll mit der rechten Maustaste, mit dem Schwert. Ob das wirklich eine Verteidigungsstellung ist oder ob das vielleicht ein Finisher ist. Ja, vielleicht der absolute ultimative letzte Schlag gegen die Monster zum Hallo Zombie. Ach, ihr macht aber trotzdem Schaden, okay. Ist wohl doch nicht zum Verteidigen gedacht. Was es dann ist, kein Dunst. Aber gut, ändert nichts an der Sache, dass ich immer noch darauf warte, dass Tag wird und möglichst bitte heute noch. Ja, was treibt ihr denn so in eurer Freizeit? Moment, vielleicht auch noch so mit Blick nach draußen, dass man sieht, wann die Sonne aufgeht. Kann ich ja noch ein bisschen reden. Also, zum heutigen Tag der Aufnahme, weiß ich seit, ich glaube, gestern, vorgestern, dass die Piratenpartei mittlerweile jetzt auch im Abgeordnetenhaus hockt jetzt auch die Piratenpartei. Also ich möchte mich jetzt nicht groß politisch dazu äußern, außer dass eine Spinne direkt vor unserer Tür sitzt. Ich hoffe, sie hat uns nicht gesehen, denn sonst kriegen wir wahrscheinlich ein Problem, wenn wir rausgehen. Ja, die Piratenpartei. Also ich finde an sich sind es ja teilweise schon relativ, ja, noble Ziele, die verfolgen. Wie zum Beispiel die freie WLAN-Zugänge oder dieser kostenlose Nahverkehr. Aber ich frage mich, wie die das Ganze finanzieren wollen und auch wie das. Hallo Zombie?
Hallöchen, siehst du mich? Kuckuck. Kuckuck. Na wohl nicht. War das eben ein Enderman? War das eben ein Sandmann?